Herzlich willkommen zu Tag 6. Heute ist der 6. Dezember, heute ist Nikolaus und wir sprechen über das Schüsslersalz Nummer 6. Wie könnte es anders sein? Heute ist also Kaliumsulfuricum, das Kaliumsulfat an der Reihe. Bei diesem Stichwort, zum Stichwort Sulfat, einmal ganz kurz, dass alle Sulfatsalze generell Mittel sind, die die Ausscheidungsfunktionen, die Entgiftungsfunktionen des Körpers unterstützen. Das sind die Nummer 6, 10 und die Nummer 12. Das sind alles Sulfatsalze und genau, wenn es irgendwie um das Thema Entgiftung und Ausleitung geht, dann sollte man an diese Verbindungen denken. Nummer 6 ist das Mittel für die Tiefenversorgung und auch die Tiefenreinigung der Zellen. Das heißt, zum einen brauchen wir Nummer 6, um den Sauerstoff, den wir mit Nummer 3 im Körper gut transportieren, wirklich in die Zelle bringen. Wenn wir hier unterversorgt sind, dann kann es sein, dass wir uns in engen Räumen nicht besonders wohlfühlen, dass wir so einen Lufthunger verspüren, ständig raus an die frische Luft müssen, das Fenster aufreißen, sobald es vielleicht irgendwie mal irgendwo geschlossen ist, weil wir halt eben wirklich ja, so ein richtiges extremes Bedürfnis nach Luft haben. Nochmal, das kann daran liegen, dass die Zelle, also dass der Sauerstoff einfach nicht tief genug in die Zelle gelangt. Bei solchen Problemen oder bei solchen Tendenzen einfach gerne an die Nummer 6 denken. Man muss aber auch sagen, dadurch, dass es auch das Mittel für die Tiefenreinigung ist, kann es auch wirklich richtig tiefgreifende Prozesse in Bewegung setzen. Also nicht, wie ich das sonst bei den anderen Salzen bedenkenlos empfehle, einfach jetzt mal 10 Tabletten Nummer 6 und dann machen wir das schon. Nummer 6 sollte unbedingt immer von der Nummer 10 begleitet werden. Das ist das Natriumsulfuricum, das Natriumsulfat, und zwar gerne mit der doppelten Menge. Also wenn ihr euch mit 3 bis 5 Tabletten Nummer 6 gerne mal was Gutes tun wollt und richtig tiefgreifend in die Zellprozesse eingreifen wollt, dann nehmt bitte unbedingt die doppelte Menge Nummer 10 dazu. Das ist wirklich ganz wichtig. Da gibt es nämlich tatsächlich durchaus Berichte, dass wenn zu hoch mit der Nummer 6 angefangen wird und dann eben nicht mit Nummer 10 begleitet wird, dass man wirklich dann ständig Kopfschmerzen oder ganz verschiedene Probleme bekommen kann. Auch das ist grundsätzlich natürlich erstmal nichts Dramatisches, weil es zeigt, der Körper reagiert und regeneriert, aber man kann es halt einfach so gut vermeiden. Von daher kombiniert Nummer 6 bitte immer mit Nummer 10 und genau, geht einfach ein bisschen mehr Bedacht daran. Stichwort Tiefenreinigung sagt dann im Prinzip auch, dass es natürlich toll ist, wenn man vielleicht gerade eine Entgiftung macht, eine Fastenkur. Nummer 6 ist der Betriebsstoff der Bauchspeicheldrüse und unterstützt dadurch halt auch die Leber in ihrer Entgiftungsleistung. Also von daher immer, wenn man irgendwie ausleiten, entgiften möchte, ist es durchaus ein richtig, richtig tolles Mittel. Ansonsten zeigt sich ein Bedarf oft durch Pigmentstörungen. Wenn ihr jetzt darunter leidet, dass halt irgendwie das Melanin nicht vernünftig die Haut pigmentiert, so wie ihr das eben gerne hättet und es so fleckig aussieht, kann man durchaus auch mal probieren, eine Kur zu machen mit Nummer 6 oder vielleicht auch wieder einfach mal äußerlich mit der Creme das Glück versuchen. Das hat wirklich schon oft richtig gute Erfolge gezeigt und ich kann es auf jeden Fall auch hier wieder nur jedem empfehlen. Neben den Pigmentstörungen sind so eine gelbliche Färbung oftmals ein ganz gutes Zeichen noch für die Nummer 6. Und damit sind wir dann sonst noch so beim letzten wichtigen Punkt. Es ist das Mittel für das dritte Entzündungsstadium. Hier sind wir dann, nachdem die Nummer 3 und die Nummer 4 fürs erste und zweite Entzündungsstadium scheinbar nicht ausreichend ihren Dienst erfüllt haben, leider oft doch schon an der Grenze zu chronischen Prozessen. Also, ne, wenn eine Bronchitis halt nicht richtig ausgeheilt ist und wir haben jetzt richtig festsitzenden gelben Schleim, das ist dann ein Zeichen für Nummer 6. Damit wir halt eben richtig in die Tiefe gehen können und das Ganze halt auch reinigen. Aber nochmal, das ist nicht unbedingt das Salz, mit dem man so bedenkenlos sich einfach jetzt mal was Gutes tut, sondern wirklich mit dem man achtsam umgehen sollte, was ganz grandios gute Erfolge haben kann. Aber ja, eben etwas achtsamer und etwas langsamer.
Anfangs sprach ich ja davon, dass es halt eben oftmals Leute sind, die irgendwie so ein ganz tolles Bedürfnis haben, nach frischer Luft und sich in engen Räumen nicht so wohlfühlen. Einen erhöhten Bedarf haben oftmals auch Leute, die rauchen, da ja auch hier die Zellversorgung mit Sauerstoff natürlich was eingeschränkt ist. Also auch hier kann man gerne mal über Frühjahrs- oder Herbstkur mit diesen ausleitenden, entgiftenden Salzen nachdenken. Und ich hoffe, dass ich euch auch heute wieder schön inspirieren konnte und ihr vielleicht demnächst dann auch mal an so eine Entgiftung mit der Nummer 6 und der Nummer 10 nachdenkt. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Nikolaustag. Ich hoffe, dass euer Stiefel schön gefüllt ist oder war und ihr auch sonst einfach einen rundum schönen Tag habt. Bis morgen und alles Liebe, eure Steffi. Tschüss.